willkommen bei Marengifter TV. Hi, neben mir ist McPitty. Wir kennen uns schon, wir sind alte Bekannte vom Flughafen in Berlin und haben ewig aufs Gepäck gewartet. Wie lange hat das gedauert? 4-5 Stunden, glaube ich. 4-5 Stunden haben wir aufs Gepäck gewartet. Es hat mal wieder irgendwas gestreikt. Jetzt steht der nächste Flughafenstreik bevor. Ich hoffe, ja. Du hast nicht vor, wegzufliegen die nächsten Tage. Erst im Dezember. Ich muss ausgerechnet am Samstag fliegen. Ich glaube, ich fahre mit der Bahn. Aber ich habe gerade gehört, jetzt kommt demnächst eine neue CD raus. Wie heißt die? Sag ich nicht. Sagst du nicht? Nein. Aber er hat eine neue CD gemacht. Nee, ich habe ein neues Lied. Ja. Aha. Und? Willst du noch nichts verraten? Nee. Es wird traurig. Aber ihr könnt euch auch was freuen. Er hat ja immer tolle Texte. Das ist das erste Interview zu meinem neuen Lied. Ja. Premiere. Hallo. Hallo. Sag mir einfach, wann ich es senden soll und dann mache ich es. Gut. Toller Männer und die Türen geschlossen. Okay, also, alles Freunde, super Typ. Oder Silvi Weiß würde sagen, meine Dates für Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Freitag mache ich frei, dann mache ich mir immer die Nägel. Lady Milligan, Sir Tom Jones. Tom Jones, ein Liebegeborener. Zum Glück habe ich einen von ihm geboren. Von Elvis Presley verehrt, von den Frauen geliebt. Er ist der Mr. Saxbomb der Musikszene. I think people. If they've bought your records, I think it deserves to hear it. It's down to you to walk the dream of love. It's down to you to walk to have fun with anyone. When I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I want to die. Nein, der hat heute in der zweiten Runde gegen einen Franzosen, Gilles Simon, gewonnen. 6-3, 7-5. Allerdings war er mit seinem Aufschlag nicht zufrieden und wollte nach dem Spiel, der Flieger wartete schon am GATT, noch eine halbe Stunde Trainingseinheit, um den Aufschlag zu verbessern für morgen Abend, für sein Viertelfinale, was ich als Trainer unterstütze. Ja. Die Freunde aus Berlin haben natürlich im Minutentakt angerufen, wann er denn endlich kommt, der Bäcker. Also, ja, wir haben ja heute sehr viele Leute ziemlich häufig angerufen, ja. Aber jetzt sind eben doch alle gekommen. Moment, du gehst mal auf die Seite. Siebtes Spiel ist, den Ball in der Luft zu halten, sich nicht zu verletzen, möglichst oft hin und her. Das ist das siebte Spiel, ja? Warum bleibst du nicht auf deiner Seite? Also, ich fang mal an. Okay, du hast das schon mal gemacht. Genau, das ist gut. Ja. Gut! Ja. Mein Gott! Was machst du dort? Am Ende steht dein Name drauf. Selbst ausgedacht oder abgeschaut. Am Ende steht dein Name drauf. Vom Kreislauf bis ins Krankenhaus. Und egal an wen oder was du glaubst. Es kommt der Job, du kommst gerade von dem Grabstein. Und da steht dein Name drauf. Dein Name drauf. Egal was alle sagen, du bist hart im Nehmen. Hast du viel und wieder hart gegeben.